Willkommen auf den Agrarunternehmertagen 2022. Wir sind hier am Stand von der Firma Rettenmeier und Söhne. Wir stellen das Produkt Arbocell her. Das ist ein Rohfaserkonzentrat, was in der Geflügelernährung eingesetzt wird, um die Darmgesundheit zu sichern und das Tierwohl zu unterstützen. Wenn wir in der Tierernährung über Rohfaser sprechen, dann ist es sehr wichtig, dass man zwischen verschiedenen Fasern unterscheidet. Es gibt physikalische Parameter, anhand denen man das machen kann, wie zum Beispiel die lösliche und unlösliche Faser. Und das ist was, wo wir uns als Firma sehr stark darauf konzentrieren. Wir stellen, hergestellt aus Holz, unlösliche Fasern her, die ganz konkret darauf abzielen, von dem Futter bis hin zum Kot letztendlich präsent zu sein in dem Tier, um die Wirkung zu entfalten über die physikalische Präsenz. Für unsere Produkte verwenden wir Holz, Fichtenholz, um genauer zu sein. Das Holz wird bei uns mechanisch zerkleinert, so dass wir die feinsten Partikel letztendlich haben, die größtmögliche Oberfläche, sodass die unlösliche Faser im Verdauungstrakt dann auch tatsächlich wirkungsvoll vorhanden ist. Über die sogenannte HPC-Fibrillierung wird die Faser so weit aufgespalten, dass wir die größtmögliche Oberfläche am Ende haben. Das ist die Basis für den Kapillareffekt. Der Kapillareffekt basiert auf der Oberfläche und der Unlöslichkeit der Faser. Durch die große Oberfläche des Produktes und die unlösliche Faser entsteht ein sehr starkes Wasserhaltevermögen basierend auf dem Kapillareffekt. Das heißt, das Produkt nimmt Wasser auf, gibt dann aber das Wasser hinterher auch wieder ab, weil es keine direkte Verbindung zwischen Wasser und Faser gibt. Das sieht man sehr deutlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Produkt mit Wasser nehme und presse, dann habe ich das Wasser, das runtertropft. Und ich habe das mehr oder weniger trockene Produkt am Ende wieder zurück. Also der Nutzen für das Tier ist ganz einfach dahingehend, dass wir 65% Rohfasergehalt da drin haben. Das heißt, wir haben mit einem sehr geringen Platz in der Ration hinterher die Möglichkeit, die Ration mit Faser anzureichern. Das heißt, ich kann mehr Faser reinbringen, gleichzeitig aber auch mehr Protein und mehr Energie. Der zweite Punkt, der da eben sehr wichtig ist, ist, Rohfaser fördert die Darmgesundheit. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien dazu, die ganz konkret darauf abzielen. Mit unserem Produkt liefern wir hauptsächlich unlösliche Faser mit 98,4%. Das heißt, es ist auch die Faser, die da sehr effizient hilft. Wenn ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollt, über die wissenschaftlichen Hintergründe, dann gerne einfach auf unsere Website vorbeischauen. Da gibt es auch meine E-Mail-Adresse bei Bedarf. Immer gerne mit Fragen durchkommen.